Althaus, genau. Wiener Althaus ist eine der wenigen, im Grunde das Hochzeit hier, das auch schon bekannt war durch Traute Fries, also eine Kollegin von mir aus dem Aktiven Museum, hat über eine Angehörige, die Nichte von Lina Althaus, Informationen bekommen und hat auch einen Stolperstein für Lina Althaus verlegen lassen, bereits im Jahre 2011. Das ist bis heute übrigens der einzige Stolperstein für ein Frankenmordopfer. Also wer jetzt sozusagen noch eins zum Beispiel für Rudolf Steder setzen lassen will, kann das gerne noch tun. Nur auch dort ist es wieder der Fall gewesen, Traute Fries hat sich nicht die Patientenakte aus Hadamar besorgt, die eben in Hadamar noch vorhanden ist. Die Fotos, die Sie hier sehen, also vorher gab es auch keine Fotos von Lina Althaus, sind aus dieser Akte. Sie sehen hier auch schon, ja, also diese Fotos sind offensichtlich auch schon angegriffen. Auf dem nächsten Foto sehen Sie auch warum. So sieht nämlich die Patientenakte von Lina Althaus aus. Also die habe ich so in die Hand bekommen, ohne Handschuhe und so weiter. Das hier unten, das ist Schimmel. Ja, da haben Sie also mal einen Eindruck davon, wie man auch damit umgeht. Also Hadamar ja eigentlich eine sehr vorbildliche Gedenkstätte und haben eben im Archiv die Patientenakten auch verfügbar. Nur ich sag mal so, mir wurde die in die Hand gegeben mit dem Vermerk, die ist mal feucht geworden. Ja, die ist aber nicht nur feucht geworden, die lag offensichtlich längere Zeit im Wasser. Das zieht sich durch die ganze Akte und macht einige Dokumente auch schlichtweg unleserlich. Nur mal sozusagen so, dass Sie auch ja, wissen, wie man teilweise in den Archiven mit diesen Akten eben noch umgeht. Also eigentlich, Herr Wolf, widersprechen Sie mir, aber das müsste doch eigentlich aufgearbeitet werden, oder? Ja. Und erst recht dem Benutzer so Schimmel in die Hand zu drücken. Mhm. Also eigentlich zum Beispiel, hier muss man sich generell Handschuhe anziehen. Dort bekommt man diese Akte einfach so. Ja, nächstes Foto mal. Okay, dann bitte nochmal zurück zu den Gesichtsfotos. Dann kann ich erstmal ein bisschen was zu ihr referieren. Also Lina Althaus hat wohl als Kind eine Kinderlähmung gehabt und als Folge dieser Kinderlähmung blieben wohl epileptische Anfälle so eine lebenslange Begleitung. Diese Anfälle haben sich in unregelmäßigen Abständen gezeigt, auch mit unterschiedlichen Intensitäten. Also man sieht durch ihr ganzes Leben hinweg, da gibt es quasi Up und Downs, da gibt es mal gute Phasen, da gibt es mal ganz schlimme Phasen. Die Kindheit ist wohl auch ganz gut verlaufen, hat eine reguläre Schule besucht, hat dann im Anschluss eine Ausbildung in Vollmarstein, das ist da so die Ecke Hagen, eine Ausbildung zur Stickerin gemacht. Also diese Ausbildung zur Stickerin, das ist aber schon, wie sage ich es vorsichtig, also es war damals eben auch schon als Hilfsberuf deklariert. Ja, also da zeigt sich eben dann, dass wohl bei Lina Althaus wohl auch eine Beeinträchtigung im geistigen Zustand vorliegt. Kann man jetzt, denke ich, einfach mal so annehmen. Und das ja, Entscheidende bei ihr ist wohl, dass man 1937 bei ihr noch eine Operation vornehmen wollte. Also aufgrund dieser Kinderlähmung war bei ihr das rechte Bein eben auch gelähmt. Und ich vermute, sie hat in diese Operation auch sehr viel Hoffnung gelegt. Diese Operation hat aber eben wohl nicht den Erfolg gebracht, den sie sich wünschte. Und sie versucht dann im Februar 1938 sich das Leben zu nehmen. Also auch hier wieder dieses wiederkehrende Motiv, der versuchte Selbstmord. Daraufhin wird sie dann im damaligen Krankenhaus Weidenau erstmal aufgenommen und von dort dann weiter verwiesen nach Warstein. Ja, in Warstein sind die Beurteilungen von Lina Althaus im Grunde sehr positiv. Also hier bescheinigt man, dass sie sehr fleißig in der Stickerei sei, dass sie auch guten Kontakt zu Mitpatienten und so weiter habe. So kurz gesagt, dass sie eben ein sehr angenehmer Patient sei. Aber, und das ist sozusagen die Kehrseite, in Zeiten, in denen sie Anfälle hat, ist sie wohl sehr, wie schreibt man, jähzornig, wohl auch körperlich unsauber. Ja, das ist so, wenn man sich das mal überlegt, also wie soll ein Mensch, wenn er einen schweren epileptischen Anfall hat, sozusagen in dem Moment dann noch Freude ausstrahlen. Ja, das ist ja eigentlich so das, was wir als selbstverständlich jetzt mal hinnehmen würden. Wird aber eben dort als negativer Vermerk immer wieder gemacht. Lina Althaus ist insgesamt 4 Jahre
in der Anstalt Warstein und über diesen Zeitraum werden 22 Einträge gemacht. Also pro Jahr keine 6 Einträge, alle 2 Monate sozusagen mal ein kurzer Vermerk. Und es wird dann eben mit der Zeit auch wieder schlimmer. Also man stellt fest, dass die Anfälle gehäuft auftreten und auch in ihrer Intensität sehr zunehmen. Und das Entscheidende, was man dann bei ihr macht, ist eine sogenannte Elektrokrampfbehandlung am 29. Mai 1942. Und jetzt habe ich eben auch durch die Ärzte aus der psychiatrischen Ambulanz hier in Weidenau gelernt, dass ich vorsichtig sein muss, wie ich diese Elektrokrampfmethode auch darstelle, denn die wird heute noch verwendet. Die wird hier in Weidenau in abgewandelter Form angewandt, wie man mir sagte, mit sehr, sehr gutem Erfolg. Also die habe angeblich gar keine Nebenwirkungen, damit behandelt man eben heute noch Depressionen, also dieser Zusammenhang zwischen Krämpfen im Gehirn und Depressionen, die sind wohl tatsächlich vorhanden. Damit löst man wohl Depressionen, jetzt mal so völlig unmedizinisch erklärt. Der Dr. Ulrich, der Chefarzt von Weidenau, hat auch zugesagt, dieses Projekt in der Folge, wenn es die dann geben wird, diese Folge wissenschaftlich zu begleiten von psychiatrischer Sicht, also sodass man da dann eben auch noch bessere Aussagen sicherlich treffen kann. Nur das Entscheidende ist, Nina Althaus hilft diese Elektrokrampfbehandlung überhaupt nicht. Für sie wird es das Todesurteil sein. Sie wacht nämlich nach dieser Behandlung erstmal nicht auf. Man sagt bewusst, Bewusstsein verloren über mehrere Tage. Es bildet sich dann wohl eine Sepsis. Die Psychiater haben ja gesagt, eigentlich kann das gar nicht sein. Die haben vermutlich ganz spontan, vielleicht hat man eben während dieser Behandlung bei Nina Althaus noch was anderes gemacht, zum Beispiel den Schädel angebohrt, um dort dann eben auch noch Gehirnflüssigkeit oder so zu entnehmen. Diese Sepsis muss ja irgendwo entstanden sein. Jedenfalls wird in der Akte das so beschrieben, dass aus allen Körperöffnungen eitrige Flüssigkeiten herausdringen. Also so ein ganz schlimmer Zustand wohl. Sogar so schlimm, dass man eine Schlechtmeldung an die Mutter schreibt. Diese Schlechtmeldung gaben also an, Angehörige liegt im Sterben. Sie können sie gerne noch besuchen, aber so von wegen, sie sollten sich beeilen. Die wurde am 4.6. rausgeschickt. In der Regel kamen auf Schlechtmeldungen spätestens am nächsten Tag, oftmals noch am gleichen Tag, die Todesmeldung. Also ich habe viele Akten gesehen, dort ist es tatsächlich so, dass das Datum der Schlechtmeldung und der Todesmeldung übereinstimmt, sodass die Angehörigen eben garantiert auch nicht mehr die Möglichkeit hatten, zu besuchen. Nina Althaus stirbt aber nicht, sondern sie erholt sich kurzzeitig erstmal wieder. Man stellt aber danach fest, ich sage das mal am besten hier als Zitat, weil das eigentlich ziemlich unglaublich ist. Das habe ich hier jetzt gar nicht als Zitat draufstehen. In der Ausstellung steht, man schreibt, nach dieser Behandlung charakterlich völlig verändert. Jähzornig und kontrollierbar. Ja, da muss man sich jetzt vielleicht auch mal wieder in die Lage der Patientin hineinversetzen. Also sie wacht wieder auf, sie bekommt mit schwerste Entzündungen, die sicherlich auch noch irgendwelche sichtbaren Folgen im Gesicht und so weiter hinterlassen haben. Diese Behandlung, die man an ihr durchgeführt hat, hat ihren Zustand dramatisch verschlimmert. Natürlich ist sie darüber nicht glücklich. Ja, das ist ja eigentlich völlig nachvollziehbar. In der Folge wird es aber eben so sein, dass sie aufgrund dieser Elektrokrampfbehandlung auch nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten. Also sie braucht wohl ständig Pflege und ist bettlägerig. Und das ist dann eben für Nina Althaus sozusagen das Urteil der Unproduktivität. Man kann das zeitlich eben auch direkt in Zusammenhang setzen. Wie gesagt, 29. Mai diese Behandlung. Man beobachtet das Ganze noch eine gewisse Zeit, stellt aber immer wieder fest, es wird nicht mehr besser. Sondern die Urteile werden immer härter. Ihr Körpergewicht nimmt in der Zeit auch immer dramatischer ab. Da können wir jetzt mal auf die Körpergewichtskurve schauen. 2 oder 1 weiter. Ja, also das sind so die Sachen, die man eben vorgenommen hat. Man hat alle 1-2 Wochen beim Patienten das Körpergewicht aufgeschrieben. Man sieht also, mit welchem Gewicht Nina Althaus dort ankam. Und über die 4 Jahre verliert sie mehr als 15 Kilo Körpergewicht. Ja, das ist also eine natürlich auch große Schwächung des Körpers. Man sieht hier eben auch bedingt durch die Anfälle, schwankt das immer mal wieder. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, wann wurde hier der Eingriff vorgenommen mit der Elektrokrampfmethode, das ist dieser Punkt hier, Ende Mai, ja, da geht es also in den nächsten Wochen ganz massiv bergab.
Ja, sie wird dann am, muss ich jetzt mal ganz genau schauen, das Datum, nach Panama verlegt. Ich habe sie leider gerade gar nicht stehen. Auf jeden Fall am 26. Juni 1943 wird sie dann nach Hadamar verlegt aufgrund ihrer Unproduktivität. In Hadamar werden auch keine Eintagungen mehr vorgenommen. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt aber in der dezentralen Phase. Die Patienten werden dort nicht mehr durch Gas getötet. Nur dieser zeitliche Zusammenhang hier. Am 6. August 1943 verstirbt sie in Hadamar angeblich an einem Krampfanfall. Ja, also dieser zeitliche Zusammenhang, 26. Juli bis 6. August, das sind keine 2 Wochen. Da kann man also nicht an einen Zufall glauben, sondern dort ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass man in Hadamar dann eben nachgeholfen hat. Entweder, das vermute ich jetzt mal, vielleicht hat man tatsächlich diesen Krampfanfall erzeugt, also eine große Dosis zum Beispiel von Cardiazol verabreicht, die eben so hoch war, dass die Patientin verstarb, sicherlich auch dann auch absichtlich, oder man hat in sonstiger Form nachgeholfen. Ansonsten ist, denke ich, dieser ganz kurze zeitliche Zusammenhang, der eben auch typisch ist für Hadamar, nicht zu erklären. Ja, in meiner Arbeit habe